Hallo und herzlich willkommen. Wir sind gerade auf dem Weg zur Kirche. Sie standen auf einem nahen Hügel und sahen auf die Kirche, während sie über das weitere Vorgehen nachdachten. Ihr Vertrauen in Raums Versionen war begrenzt, trotzdem schien ein Angriff auf die Kirche der beste Weg zu sein. Da sich bewaffnete Wachen auf dem Gelände befanden, musste dort etwas Wichtiges im Gange sein. Sie nutzten den Tunnel beim Angriff zu ihrem Vorteil. Natürlich, ansonsten hätten wir das Opium ja nicht gekauft. Weiter zum Kampf, wir haben alles schon ausgerüstet. Der Großinquisitor konnte es nicht erwarten, Solomons Blut fließen zu sehen. Er schwor, der alte Erfinder werde noch in dieser Nacht sterben. So, Entschuldigung, kurz. Ich sitze immer so ein bisschen krumm da, das nervt mich ein bisschen. Deswegen stelle ich das alles mal ein bisschen höher. Dass ich auch ein bisschen gerade da sitze. Ich hoffe, ich bin noch im Bild. Something important was going on in there. Okay, wir sind noch unentdeckt und können hier schön hinten rum gehen und alles auskundschaften. Oder besser gesagt, den Lee auch schon direkt eine Falle stellen, indem wir ihn dann auch in den Rücken fallen. Genau, weil hier haben wir eine Tür, da haben wir eine Tür, da steht die Lier und den können wir auch gleich wegputzen. So, erstmal um die Ecke gucken. Okay, kein Gegner da. Einmal kurz die Tür öffnen, bitte. Ja, kein Gegner da. Sieht alles sehr vielversprechend aus. So, einmal kurz die Tür öffnen. This is a surprise. There was but one lone soul inside the church. Her name was Sister Rosario Aiza, and she was a prisoner of the order. Versammle alle in der Kirche. Okay. Sister Rosa was a supporter of the order until she discovered Delir was using a clairvoyant to stay one step ahead of their enemies. Believing this was blasphemy, she tried to turn the others against him. That's when Delir imprisoned her in the church. He would use her as bait to lure the Grand Inquisitor into a trap. She prayed for deliverance, not realizing that her prayers were answered by the forces of darkness. Töte die Angreifer. Woher kommen denn die Angreifer? Das werden wir sehen. Auf jeden Fall will ich erstmal ein paar Leute noch oben positionieren. Ah, wunderbar, da können wir schon den ersten ausschalten. Ist voll cool von der Atmosphäre her, wie das ausschaut. Seht mal hier auf dem Boden, wie der ganze Staub aufgewirbelt wird und die Kulissen, Soundkulissen und alles. Das ist echt top. Das gefällt mir sehr gut. Ja, wir können da hochlaufen, was wir auch machen werden. Eine Nonne ist auf unserer Seite, wie geil ist das denn? So, da kommen wir nicht direkt hoch. Schade. Oh, da sieht die Nonne. Nicht schön. Ich glaube, wir sind jetzt auch in einer sehr, sehr... Wo schießt denn der hin? Oh, wir sind in einer sehr, sehr guten Position, glaube ich, jetzt hier in der Kirche. Wir haben da... Ich glaube, wir können es da sehr, sehr gut verschanzen auch. So, nachladen. Ja, gerne. Und dann schießen wir einfach mal bis dahinter 50% einen Schaden. Oder lassen wir ihn näher kommen. Ich denke, wir lassen ihn einfach mal näher kommen. Dann können wir uns hier im Raum tatsächlich verschanzen und von oben dann runterballern und so. Ich glaube, das ist ganz cool. So, ich stelle jetzt erstmal die Nonne dahin. Die soll dann mal runterballern. Wunderbar. 100% Trefferwahrscheinlichkeit und der ist weg. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Bei der Nonne, versteht ihr?
Nee. So, wo bleiben denn die nächsten? Gervantes, den will ich hier auch erstmal nach oben bringen. Ich glaube, dann haben wir ein wunderbares Schussfeld auf alle. Hm, er bleibt da und die Nonne... Was, nur ein Schaden? Aber immerhin getroffen. So, wo bleiben die nächsten? Das war unklug. Er hat uns wieder seine Seite präsentiert, sozusagen. Da kann jetzt die Nonne natürlich nachladen und draufballern und der Typ ist weg. Wie sieht denn... Hä? Wo... Wie sieht denn der den? Was ist denn das? Ist er... Ach, weil da eine Tür ist. Okay. Schauen wir mal. Stellen wir mal dahin. Na, jetzt geht's natürlich. Das ist total komisch. So, Gabriel. Und dahin. Ist doch ein schönes Bild. Die Nonne und der Inquisitor bei dem Kreuz und wir halten ihre Flinten raus. Ja. Keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Bis jetzt hat noch kein Gegner getroffen. Das wundert mich, ehrlich gesagt. Normalerweise reißen die mich jetzt schon in Stücke. Okay, dann einmal hier einen Schaden machen, bitte. Richtig. Und die Nonne dann auch einmal... Nein, die Nonne dann auch einmal einen Schaden machen, bitte. Ah, schade. Und bevor Perez gar nichts macht, schicken wir ihn einfach mal runter nach draußen. Also nächste Runde dann. Aktuell ist noch die Tür zu, das ist gut. Ja, war Zeit, dass sie jemanden treffen. So. Einmal nachladen und den Typen bitte umhauen. Dass hier der Perez unbehelligt da rauslaufen kann. Okay, wunderbar. Wir laufen dahin. Da sind viele Gegner draußen. Hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Und ja, wo laufen wir dann hin? Ich denke erstmal dahin. Weil die werden da unten alle reinkommen, die Treppen hoch wahrscheinlich. Bin gespannt, ob die jetzt überhaupt ins... Ah, da hinten ist einer im Haus. Daneben. So. Inquisitor. Schieß den mal weg. Tschüss. Und dann schießen wir den weg. Tschüss. Und jetzt die Nonne. Komm schon, Power-Nonne. Ein Schaden. Ja, das trifft besser. Nehmen wir das. Daneben schade. Man kann ja nicht immer Glück haben, ne? Es läuft eigentlich ziemlich gut. Ich finde es halt echt schade, dass wir jetzt gerade auf einem leichten Schwierigkeitsgrad spielen, weil wir einfach die erste Mission zweimal am Stück verkackt haben. Ich nicht weiß, was los war, warum. Also, ziemlich schade. So, Nonne. Ah, schade, nicht getroffen. Aber wenn wir jetzt mit Perez hier hinlaufen, da haben wir den ja flankiert, oder? Hoffe ich. Ja, wir können ihn. Wunderbar. Und weg ist er. Nächste Runde. Perez kann ja hier auf den nächsten Gegner ballern. Und ihn ausschalten. Wunderbar. Da sind immer noch Gegner. Okay. Keine Ahnung wo. So, dann der Inquisitor. Alter, der kann echt weit laufen, fällt mir auf. Schauen wir mal, ob da noch einer ist. Ah, da, ui, da hinten im Haus stehen zwei. Und da kommt auch noch einer rum. Das sind doch mehr, als ich gedacht habe. Los, räche dich, Nonne. Omi. So, Gervantes. Wunderbar flankiert. Und, Waffen wechseln, leider. Wunderbar, noch drei Gegner. Eins, zwei. Wo laufen wir hin? Dahin. Der ist weg. Was? Daneben?
Krass. Wohin? Dahin. Und den jetzt weg. Komm, tschüss. Noch zwei da hinten im Haus steht einer und dann fehlt uns tatsächlich noch einer, wo wir nicht wissen, wo der ist. Ah, okay, oben. Wunderbar. Daneben. So, wie weit können denn die Oma sprinten? Nicht so weit. Ich glaube, ich schicke die einfach mal hier vor, dass sie vorne durch den Haupteingang reingeht mit ihrer dicken Schrotflinte und dann alles wegknallt, die Powernonne. Und ja, ihn lassen wir einfach so mal vorlaufen. Ja, der hatte genug Leben, auch so, selbst wenn sie mit einer Schrotflinte auf ihn schießen, hat er immer noch über 50% Leben. Ja. So. Nein. Powernonne, dein Part. Oder Cervantes. Vielleicht erstmal ihn vorschicken. Okay, den treffen wir ganz gut. Wie auch immer wir den da oben anschießen können, keine Ahnung. So, dann haben wir den da. Okay. Jetzt können wir vielleicht mit der Nonne bis hier vorlaufen und schauen, ob wir den nicht auch noch treffen. Boah, 37%, 44%. Hoffentlich treffen wir. Nein, leider nicht. Jetzt kriegst du die Oma ab. Er hat sich bewegt und nachgeladen. Das finde ich super. Weil dann kann er nämlich nicht mehr schießen, weil jeder auch nur zwei Aktionen hat. Das ist total abstrus. Wie können die da hoch und runter schießen? Ich check das nicht. So, nachladen und dann hoffentlich direkt killen. Dass wir nicht die Treppen hoochlaufen müssen. Bin so gehfaul. Geil. Der ist weg. Und sie jetzt hier mit... Nee, mit dem hier vielleicht? Nee, erstmal in Deckung. Und dann hier erstmal nachladen. So. Leider eine Runde länger. Und Perez. Der kann doch da eh nicht hinterschießen, oder? Ah, Scharfschützengewehr? Wenn wir da vielleicht... Vielleicht. Schwester Rosa. Solomon Delir hat es geschafft, den Meteoriten zu bergen und seine Macht zu bändigen. Aber was der Teufel will, das bekommt er auch, das kennen wir doch. Cervantes convinced Sister Rosa that he was a servant of light and wanted what she wanted. An end to Solomon Delir's blasphemy. Rosa directed them to someone who might know the identity of the clairvoyant. Gustav Wedholm, a local banker who was once the Order's paymaster. He was an opium addict and an embezzler and was forced to leave in disgrace. But because of his former position, he knew the identity of every member of the secret society. Okay, was hat denn die Nonne hier für Waffen? Ich glaube, ich gebe ihr ein Wildwestgewehr und... Also ab und zu hängt das Spiel... Das hängt einfach. Ist total komisch. Warte mal. Trifft das ausgestoßene Ordensmitglied in der Opiumhöhle. Vielleicht holen wir uns davor auch erstmal noch eine Waffe für die Nonne. Eine anständige... Einen anständigen Revolver oder sowas. Acht. Gibt es irgendwas mit 6 Schaden? Ja. Und ist schon 4. Aber ist auch nur nah. Ich hätte gerne kurz. Kurz 3, kurz 5. Kurz 5. Kurz. Ah, kurz. Macht nur einen. Okay, was haben wir denn? 5 und 9. Nee, das ist Mittel. Nah, kurz 5 und 8. Das ach, geben wir ihr das Ding. Das tauschen wir ein. Das wiegen wir auf. So, dann kriegt die Nonne noch eine anständige Pistole. So einen 6-Schüssigen könnten wir gleich wieder verkaufen, aber... Nee, nichts, was soll's. Machen wir es einfach schnell. Wenn wir schon da sind. So, und die Engelsphäre, die will ich auch nicht. Ich nutze keine Trinkets in Spielen. So, und
Weil wir jetzt schon am Ende der Folge angekommen sind, besuchen wir das ausgestoßene Ordensmitglied in der Opiumhöhle in der nächsten Folge. Ja, wie immer, liked und subscribed und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!